Hallo zusammen. Im Rahmen der Vorlesung Energieeffiziente Mikrocontroller haben wir das Projekt DJI-Drohne Fesselflug bekommen. Zunächst einmal wird die DJI-Drohne gestartet. Die Gimbal-Kamera der Drohne justiert sich automatisch. Die Drohne ist anschließend bereit. Auf dem Display des Controllers ist nun der folgende Fehler, Stick Error, zu erkennen. Bei der Recherche des Fehlers wird man fündig, dass eine Kalibrierung des Controllers benötigt wird. Die Kalibrierung des Controllers wird nachfolgend erläutert. So muss man anschließend zu Menü, anschließend Einstellung und klickt auf Kalibrierung der Fernbedienung. Dabei taucht ein Hinweis auf, dass zur Kalibrierung die Drohne ausgeschaltet werden muss. Ist die Drohne nun ausgeschaltet, führen wir den gleichen Vorgang erneut durch. Es ist zu erkennen, dass trotz keiner Betätigung des Joysticks und die Joysticks in der Mitte sind, ein Ausschlag nach links zu erkennen ist. Anschließend gehen wir auf das Feld Kalibrieren und drücken auf Start. Bei der Ausgangssituation befinden sich alle Joysticks in der Nullposition. In der Kalibrierungsanleitung steht, dass die Joysticks nun in alle Richtungen bewegt werden müssen. Es ist deutlich zu erkennen, dass der linke Joystick die Bewegungen erkennt. Beim rechten Joystick erkennt man jedoch, dass der Ausschlag nur nach unten und nach oben möglich ist. Daher gehen wir davon aus, dass ein Hardwarefehler im Controller vorliegt. Um diesen Fehler zu beheben, schicken wir den Controller zur Reparatur ein.